Moin Moin und herzlich willkommen zur Kurzvorstellung der Ducati Monster 1200 hier bei motorradtest.de. Ja, wir waren heute mal wieder bei Ducati in Hamburg am Netherfeld und da ist uns diese schöne Monster 1200 hier in Ducati rot ins Auge gefallen. Die wollen wir euch jetzt mal kurz vorstellen in diesem Video. Die Maschine kostet neu 14.490 Euro und ja, die Monster-Serie von Ducati ist eigentlich ja der Begründer von Naked Bikes überhaupt. Diese Maschine hier hat 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung und muss alle 15.000 Kilometer oder alle 12 Monate zum Service. Und ja, wir wollen euch mal in diesem launigen kurzen Video hier diese Maschine ein bisschen näher vorstellen. Ja, die Monster 1200 wiegt fahrfertig, vollgetankt nur 213 Kilogramm, ist also ein Leichtgewicht. Der Radstand liegt bei 1,48 Meter und die Sitzhöhe ist verstellbar. Das finde ich klasse, zwischen 795 und 820 mm. Ja, hier die Bedienelemente links, da seht ihr 2 Schalter, dieser Rauf-Runter-Schalter zum Einstellen des Bordcomputers und der Fahrmodi und der Blinker, der hat auch noch so einen Drückmechanismus, quasi als Enter-Knopf könnt ihr den benutzen. Und ja, hier rechts eine Warnblinkanlage, An- und Ausschalter. Und dann werfen wir mal einen Blick auf das Cockpit der Ducati Monster 1200. Ich glaube, es wird jetzt auch gleich mal ein bisschen schärfer hier. Das ist ein wunderschönes TFT-Farbdisplay. Und ja, wir skippen jetzt mal so ein bisschen durch die Riding Modes. War es leider ein bisschen unscharf. Rechts unten könnt ihr das erkennen. Da kann man halt, unterschiedliche Dinge anzeigen lassen. Temperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter und so weiter. Und hier gibt es die 3 Fahrmodi, die die Monster 1200 bietet. Sport, Touring und Urban kann man hier einstellen. Es gibt eine Traktionskontrolle bei diesem Bike. Und außerdem noch die Ducati Wheelie Control, die könnt ihr natürlich auch ausschalten, wenn ihr wollt. Und die Maschine hat auch Ride-by-Wire und ja, dieses Menü hier lässt sich eigentlich sehr einfach bedienen, muss ich sagen. Hat hier relativ viele Optionen und Funktionen, aber man kommt damit eigentlich relativ schnell klar. Also ich zumindest habe das sofort alles verstanden, das sollte also ja nicht so schwierig sein. Dieses Farbdisplay ist übrigens ziemlich gut ablesbar, also auch bei Sonne werdet ihr da keine Probleme haben. Ja, hier werfen wir mal kurz einen Blick auf den Scheinwerfer vorne. Es gibt hier LED, Tagfahrlicht und das sieht auch richtig cool aus, finde ich. Und auch hinten haben wir natürlich eine LED-Leuchte und auch die Bremsleuchte ist in LED-Technik gehalten. Also das macht alles einen ziemlich schönen Eindruck, finde ich. Ja, beim Motor der Ducati Monster 1200 handelt es sich um einen Zweizylinder Tesla Stretta mit 1198 Kubikzentimetern Hubraum. Der ist flüssig gekühlt und hat natürlich die berühmte Desmodromik-Ventilsteuerung von Ducati. Er leistet 147 PS bei 9250 Umdrehungen und 124 Newtonmeter bei 7750 Umdrehungen, will also gedreht werden, ganz klar. Wir haben hier ein 6-Gang-Getriebe und einen klassischen Kettenantrieb. Und so klingt der Motor. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf das Fahrwerk und die Federung der Ducati Monster 1200. Hier schön rot lackiert, seht ihr den Gitterrohrrahmen aus Stahl. Vorne haben wir dann eine voll einstellbare Upside-Down-Gabel von Kayaba mit 43 mm Strandrohrdurchmesser und einem Federweg von 130 mm. Der Reifen vorne, das ist eine 17 Zoll Felge und der Reifen kommt in der Dimension 120/70 ZR17. Das Federbein hinten ist dann ein Sachs Mono-Federbein, auch voll einstellbar mit einem Federweg von 149 mm. Und hinten haben wir dann auch wieder eine 17 Zoll Felge mit einem 190/55er Puschen. Übrigens ist das hier der Pirelli Diablo Rosso 3, also allerfeinste Ware. Ja, die Schwinge wollen wir euch auch nochmal schnell zeigen. Hier kommt sie ins Bild. Das ist eine Einarmschwinge, natürlich aus Aluminium. Wunderschön gefertigt, finde ich. Und ja, hinten werfen wir nochmal einen Blick auf das Kettenblatt, wenn wir schon mal dabei sind. Also wir haben hier keinen Kardanantrieb, sondern einen klassischen Kettenantrieb. Und ja, insgesamt macht das Fahrwerk auf uns hier einen richtig guten Eindruck.
Ja, die Bremsanlage der Ducati Monster 1200 kommt standesgemäß von Brembo. Vorne haben wir ein Vierkolben-Festsattel, radial verschraubt mit einer Doppelscheibe mit einem Durchmesser von 320 mm. Hinten ein Zweikolben-Schwimmsattel mit einer Einzelscheibe und einem Durchmesser von 245 mm. Und wir haben hier einen Kurven-ABS von Bosch. Ja, das soll schon gewesen sein mit der Kurzvorstellung der Ducati Monster 1200. Eine wunderschöne Maschine steht hier, wie gesagt, bei Ducati Hamburg in Derderfeld und wartet nur darauf, von euch Probe gefahren zu werden. Sie kostet neu Liste 14.490 Euro. Ja, der nächste richtige Test, den wir hier online stellen werden, wahrscheinlich schon morgen, wird dann die Ducati Scrambler 1100. Das wird sehr interessant und sehr lustig und vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Bis dann. Tschüss.